Ja, das sind unsere Bienenvölker. Wir haben 3 Bienenvölker seit diesem Jahr und wir haben dieses Jahr das erste Mal Honig geerntet, den Wildtierhilfe viel Bienenhonig. Und ja, das hat sich gelohnt. Das waren bei diesem Volk hatten wir einmal 13 Kilo Rapshonig allerdings, weil wir den Stock an ein Rapsfeld gestellt haben. Und danach haben wir nochmal 8 Kilo normalen Wildblütenhonig geerntet und der kommt wirklich fast ausschließlich hier von unserem Grundstück, weil, habe ich ja in einem vorigen Video schon mal erzählt, dass wir viele Unkräuter hier stehen lassen und ganz viele Wildblumen und die werden von denen natürlich herrlich frequentiert und werden schön bestäubt und alles geht seinen Gang. Und wenn man hier ein bisschen steht, hier kommen so viele Schmetterlinge vorbei, das ist unglaublich. Ich habe gerade einen Admiral gesehen, ich habe ein Tagfauenauge gesehen, wirklich wunderschön. Und das kommt wirklich daher, weil wir alles im Prinzip in Anführungszeichen verwildern lassen. Und da passen Bienen eben super rein, finde ich. Und ja, wenn man ein bisschen was zur Arterhaltung der Bienen tun kann, dann tun wir das.